Willkommen zurück in Tiny Tinas Wonderland. Wir versuchen nochmal. Je mehr Würfel es, desto besser die Beute. Danke, danke. Den Berg zu besteigen. Mit leerem Beutel. Dass ich endlich mal einen Automaten dort finde in der Map, was der weiter oben und besser liegt. Das wäre sehr klasse gewesen, aber anscheinend haben sie in dieser Map die Automaten ganz schlecht verteilt. Ja, weiter. Und ich glaube, für diese Dinge brauche ich die Runen draußen. Außerhalb der Map in der Oberwelt. In der Oberwelt? Ja. Oh. Ja, du bist schnell hier durchmördern. Ja, ist ja schon gut. Ja, kannst aufhören zu schreien. Ich gehe ja schon. Du bist fast. Haben nicht fast gefressen. Oh, okay. Und Isa überlebt. Uff. Das kann ich doch klettern. Falsches Spiel, Patrick. Und weiter. Hier oben war ich letztens, glaube ich, schon mal. Küste. Nur nicht runterfliegen. Ganze Progress geht dann verloren. Alles grüne Sachen. Da werde ich wahrscheinlich. Ich werde wahrscheinlich in ein paar Minuten schon voll sein mit meinem Beutel. Mit meinem Inventar. Überhaupt bevor ich wieder Automaten finde. Ey Jungs, was geht ab? Da ist Sachen. Zapfen. Mutzigen kleinen Zapfen. Echt nicht zerstören. Shotgun ist auch gut. Gepurzt? Spitzgefährt hat gepurzt, wie immer. Das ist sein Extra. Ja. Das ist der Eisschaden, deswegen schmeckt es zu kalt. Was haben wir hier? Hier geht's weiter? Okay. Wir haben eine Midnight Session. Was hat die Gewundenen so aufgebracht? Ich habe hier schon ewig keine mehr gesehen. Ich bin durch ihr Heiligtum gezogen und habe den dunklen Gott getötet, der dort wohnte. Ich habe ja schon einiges Gerede über Helden gehört und das meiste stammt zugegeben von anderen Nekromanten. Aber langsam verstehe ich, wieso ihr einen solchen Ruf habt. Mach ihn weg, Blitzgefährte. Dann wieder zum Skelettkiller SMG. Ja, das ist im GS wahre Macht. Obwohl es nicht so ausschaut. Was ist denn das für ein cooles kleines Lied gewesen? Ah, grüne Sachen. Mit den Automaten, wenn ich da oben bin. Da bin ich letztens, oder da habe ich circa letztens die Reise abgebrochen. Wäre natürlich typisch, wenn dort dann ein Automat ist. Oh wow. Das ist Parcours-Rätsel. Nein, nicht runterfliegen. Ich hab's schon. Gott! Dein Gleitparcours war ein Albtraum. Du hast ein bisschen Loot runtergetroppt, Tina. Wo ist mein Sniper? Hier. Ja, da ist Zapfen ist ein Sniper. Machen wir mal einen Sniperplatz da oben. Verdammt, das Sniper macht Schaden. Nur ladet es so langsam nach. Was haben wir hier noch? Nichts, alles erledigt. Und dann weiter. Den Berg hinauf. Mit cooler Aussicht. Platz!
nicht ruhen. Badass. Ja, nehmen wir. Dann habe ich jetzt das Goldene zwar ausgetauscht, was ich letztens bekommen habe, aber das ist eh nicht genau für mich bestimmt. Das ist der Weg, das ist der Weg. Also schauen wir hier rüber. Die Automaten zeigen unten. Unten sind sie. Nicht hier oben. Goldene Kuh. Nein. Gibt's ja nicht. Ich will da keine goldene Kugel reinwerfen. Alles klar, Schlangen. Nicht scharf genug. Der droppt gar ganz schlecht hinunter. Direkt in meinen Shotgun-Regen. So. Let me in. Hier in der Nähe ist ein Schusser. Brich ihn auf. Ich glaube, ich komme da nicht hin. Jämmerlichst. Hier komme ich wahrscheinlich auch nicht drauf, oder? Nein. Kein Schlosser für dich. Weiter mit Main Story. Ja, Zeit für. Was war sie? Ein Zauberwesen. Liebesgeschichten. Eine Kommandantin? Nein. Das ist gar nicht mehr. Da ist ein lebendes Wesen. Wie geht es, lebt? Haben wir hier. Der Dragonlord hat Hilfe geschickt. Ich sterbe, wie ich gelebt habe. Tod. Blutsgefährt hat schon wieder einen fahren lassen. Ich spüre Relikte. Es gibt definitiv welche in den untoten Quartieren. Gut, finde heraus, welches Relikt das stärkste ist. Wir brauchen jede Menge Seelenenergie, um diesen Kiefer hochzukriegen. Lemmy! Ich habe mal eine Narzisse wiedererweckt. Ist später eingegangen, aber das war nicht meine Schuld. Zu schwach. Nee, ich mag sie. Nehmen wir sie. Ja. Korbstoß. Bin auch nicht ich. Den Clownbringer. Clownbringer. Das will ich haben. Bitte nicht diese Clown an. Vivian. Hier ist der Gefährte. Wer ist hier? Ich möchte lieber auf meinem Sockel bleiben. Zu zaghaft. Die gefallen mir alle. Wir nehmen sie alle mit. Blitzgefährte hat schon wieder nicht fahren lassen. Alles muss raus, Blitzgefährte. Überhaupt die Zombies. Nachbarschaft war ruhig, als die Zombies noch nicht da waren. Und die Skelette. Hau dir rein, Kumpel! Meine Magie ist dir ein Energy Drink direkt in die Birne! Zu kuppelig. Also ist keines dieser Relikte gut genug? Keins der Relikte, die du siehst. Zwinker? Pass
Hast du absichtlich Zwinker gesagt? Das war zur Unterstützung des Neulings. Tina leistet besondere Hilfe. Ja. Yeah. Der Zufallsgenerator kann dir nichts anhaben. Ein Song, mach einen Song draus, Tina. Tina, was besondere Hilfe. Yeah. So in die Richtung. Das Golden ist nach unten gesehen. Wir nehmen das erste Gefäß einfach. Okay, probieren wir das einfach. Oh. Ja. Da geht es dann wahrscheinlich weiter. Also reden wir mit ihm. Oh, das hier muss es sein. Untersuch es. Ah. Oh nein, vergiss es. Nichts da. Du kriegst diese Magie nicht. Bist du dir sicher mit dem hier? Oh ja, das Teil hat echt viel Reliktenergie. Das wird total nützlich für uns sein. Verpiss dich. Okay, wir müssen jetzt nur seine Energie in den Kiefer kanalisieren. Ich habe vorn draußen einen Akarnen Fokus. Da müssen wir hin. Oh, hab ich schon gesehen. Gute Loot. Ah, und wieder ein Zauber. Das ist ein Kreis. Was ist eine einzelne Hydra? Was soll eine einzelne Hydra mir helfen? Dieses Ding haben wir weggegeben. Na, ist egal, ist egal. Was macht diese Hydra? 10 Sekunden. Nein, nein. Probieren wir das Feuer. Eine Feuerwelt. Weiter draußen, als ich ihn zurückgelassen habe, ist wohl mit einigen der anderen schwebenden Plattformen abgebrochen. Wo ist das Ding hin? Er wird genoscoped. Okay, der Zauber ist für nichts. Ja. Eine schnelle Aufladezeit, aber. Das ist der Overkill-Pilzgefährte. Okay, anderer Eiszauber, der hat was gedauert. Ein bisschen Schaden hat er gedauert. Diese Monikiste und die andere nicht. Wir brauchen doch gar keinen Lift mehr, so weit sind wir oben. Automaten, das wären's. Die Seelenenergie noch einen Körper als Leiter. Also musst du das machen. Platziere das Relikt, dann fangen wir an. Um so viel Seelenenergie zu kanalisieren, müssen mehr mithelfen. Oder es kann katastrophal enden. Sprecht mir nach. Burata! Pesto! Ragu, Burata, Pesto! Pesto. Ragu, Burata, Pesto! Hat sich viel Zeit gelassen beim Nachsprechen. Burata, Pesto! Typ mit der coolen Stimme. Was ist das jetzt? Ah. Siehst du? Mit genug Seelenenergie ist einfach alles möglich. Gehen wir. Hey, 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 wer betreibt da Nekromantie? Skelette sind mein Markenzeichen.
Da waren wir doch schon. Dann reinhupfen. Yeah. Oh, cool, cool, dann cool. Mal ein. Zeit, meinen schönen Körper zurückzuholen. Ehrlich gesagt hatte ich die Hoffnung auf eine körperliche Form schon aufgegeben, bis du kamst. Danke, dass du mir Hoffnung gibst. Okay, der Kerl wächst mir echt ans Herz. Ich wusste gar nicht, dass man in diesem Spiel Freunde finden kann. Er wird uns nicht verraten. Du spielst Bunkers and Badasses schon länger. Schon, aber bislang habe ich immer alle getötet und ihre Sachen gestohlen. Fred, aus wie vielen Partys wurdest du schon rausgeworfen? Aus allen, mit Ausnahme von dieser hier. Willkommen in meiner Junggesellenbude. Gemütlich. Der Körper des Hastards schwebt über einer ziemlich offensichtlichen Boss-Arena. Nee. Kann nicht sein. Oh, unsichtbare Wand. Ach, Mist. Wollen wir noch was hier holen? Da wird doch noch irgendwo eine goldene Kügelchen sein. Soweit, wie es darauf geht. Oh, Automaten. Da haben sie sie versteckt. Haben einfach Automaten vor mir versteckt, schon die ganze Zeit. Da wird es doch noch Loot geben. Oder offensichtlich ein Boss-Arena. Oh, Parcours. Hey, ho. Gute Arbeit. Gute Arbeit. Und, wo ist die Loot? Hier. Gibt es also doch noch Loot für mich. Alles blau. Ich will nur noch violette Sachen. Goldene Kügelchen, ja. Ja, ja, yes. Du Glückspilz! Ah, schau. Nehmen wir einfach. Dann werde ich verkaufen. Sind wir schon 20 Minuten drinnen überhaupt? Nein. Okay, wir machen den Boss noch. Machen wir ein bisschen drüber. Yeah. Und dann Loot mal verkaufen, weil ich bin gerade voll geworden. Mach eins. Ich nehme es und nicht für einen Heller mehr. Wenn du dir sicher bist, ich schmelze das in Zauberkomponenten ein. Geld ist kein Gegenstand. Ich habe mein RPG verkauft. Und du hast fleißig deine Proteine. Egal. Ja, ich nehme meine Proteine. Man sieht's doch, man sieht's doch. Bosskampf. Ich sagte doch, dass er hübsch ist. Oh. Zu spät. Der Körper gehört mir. Was in allen Höllen treibt der da? Ich übernehme die Kontrolle. Ein wahrhaft schöner Körper. Und voller Macht. Das ist schräg. Kicken wir den Kerl auf meinen Körper, bevor es noch schräger wird. Der ist gleich weg, keine Sorge. Schaut euch diesen Schaden an. Der nimmt gerade keinen Schaden, oder? Ah doch, jetzt wieder. Wo ist er hin? Wo ist er? Da, hier. Da ist er, da ist er. Ist er in dieser Form nutzlos oder was? Na gut, bitte, mir egal. Die Nase von diesem Typen ist eh ständig verstopft. Kann kaum atmen. Echt ätzend. Okay, er ist draußen. Schluss mit der Gewalt. Das ist erstklassige Ware.
Verdammt, die Schwierigkeit ist zu leicht. Wie steht's mit Leben und Tod? Ich hab mich zusammengerissen. Du hilfst. Natürlich. Ich halte meinen Teil der Abmachung. Hier, folge mir. Keine Loot mehr drinnen. Okay, hör auf zu tanzen und weiter. Du hast gesagt, ich soll dir folgen. Und du tanzt nur. Okay, ich werde es allein finden. Ist okay. Vielleicht liegt hier noch Loot herum. Aber jetzt bewegst du dich. Nur kein Stress, Alter. Nur kein Stress. Ich kann dir die Fähigkeit geben, die Barrierezauber des Dragonlords zu vertreiben. Aber das kostet etwas. Es kostet deine Seele. Ich habe geschworen, Nekromantie nicht mehr für Böses einzusetzen, also möchte ich vorher deine Erlaubnis. Oh ja, aber unsere Seelen, brauchen wir die nicht noch? Ah, nicht so wichtig. Seelenmagie, wahre Liebe, Jazz. Also nichts Wichtiges. Na dann? Ich werde ständig gefragt. Relikt, wie bist du bloß so magisch geworden? Und ich antworte immer, halt's Maul und quatsch mich nicht an. Ich bin nämlich niemandem was schuldig und werde ganz sicher nicht meine magischen Geheimnisse ausplaudern. Ich mag es, eine regungslose Statue mit Unmengen an Seelenenergie zu sein. Danke fürs Gespräch. Okay. Ja, mach schon. So sei es. Machen wir alle mit. Oh nein, meine Saxophonträume. Was? Ich brauch Saxophonträume. Dieser Weg führt dich durch die Wüste. Die Schreckenspyramide des Dragonlords befindet sich in der Mitte einer toten Stadt mit dem Namen Ossugol. Vor euch erstreckt sich die verdorrte Ödnis. Unter euren Stiefeln spürt ihr, wie der Boden selbst dürstet. Vorsichtig auftreten, Schicksalsbringer. Oh, da gibt es noch etwas, um das ich dich bitten muss. Sagst du es mir? Nein? Sagst du mir nicht, um was du mich bitten musst? Sag's mir doch. Trau dich. Was? Die Königin war nicht nur eine Herrscherin. Sie war eine mächtige Quelle der Magie. Ohne sie, um den Dragonlord zu bekämpfen, fürchte ich, dass die ganze Welt verkümmern und sterben wird. Es ist nicht seltsam, dass ich meine Seele Wesen jenseits der sterblichen Wahrnehmung schulde. Es ist wie ein Studentenkredit, nur weniger böse. Die Königin war nicht nur eine Herrscherin, sie war eine mächtige Quelle der Magie. Du hast recht mit dem Studentenkredit. Ganz böse Sache. Jo. Oberwelt. An der Klippe erscheint ein Geysir, mit dessen Hilfe ihr in andere Gebiete springen könnt. Wenn wir den Dragonlord besiegt haben, sind wir Legenden. Ich werde mein Gesicht für Brotzeitboxen lizenzieren. Merchandising ist mir egal. Ich will das Seelenschwert. Was ist? Bleibt ihr nach der Kampagne noch ein wenig hier? Weiß nicht. Wir sollten wirklich dringend unser Schiff reparieren. Oh, also bist du sicher? Die Welt da draußen ist gerade echt scheiße. Ihr könnt genauso gut hier bleiben und Spiele mit mir spielen. Nichts wird hier. Nichts. Mach auf. Wie ist die Welt einst entstanden? Wieso ist sie in mehrere Kontinente unterteilt und mit verschiedenen Biomen überzogen? Welche komplexen tektonischen Vorgänge ereignen sich auch jetzt noch unter unseren Füßen? Diese Fragen stellte sich Nilofer, die oberste Geologin, sogar noch auf dem Scheiterhaufen, als sie völlig unabhängig davon für Versicherungsbetrug verbrannt wurde. Nebenquest. Hey, du da! Okay, gib mir. Hilf mir im Namen der Forschung! Ist dir schon das große, schreckliche Ding am Himmel aufgefallen? Die Sonne, groß, heiß und gelb.
Du kennst sie also. Ich muss sie bezwingen. Ich habe eine besondere Creme erdacht, um ihre brennende Wirkung auf der Haut zu bekämpfen. Aber mir fehlt der Saft eines speziellen Kaktus. Bring ihn mir aus dem Tal des einsamen Stachelkaktus. Ja, ja, Sonnencreme. Ich glaube, dass das hier wichtig sein wird. Was bist du denn für ein Ding? Ein Zyklop ohne Kopf. Okay. Oh. Was will er sagen? Sein Auge ist verschwunden. Hat sich in der Nähe befunden. Ich höre immer wieder, ist es wahr, was man sagt über Dichter? Und ich muss gestehen... Wo das Gedicht herkam, gibt es noch mehr davon. Redet einfach mit dem Poeten in der Taverne von Prachthof. Hey! Mein Schreinteil glitzert in der Sonne. Glitzerlich, glitzert. Genommen und hier gelassen hat, um aufzupassen, während er im Dorf auf dem Klo war. Als er zurückkam, war es weg. Sein Sehvermögen nimmt ab, je weiter er sich von seinem Auge entfernt. Zuletzt hat er einen Ort da drüben gesehen. Die Zeit lässt alles verfallen. Wälder erobern unausweichlich die Felder zurück und Wüsten verzehren selbst die mächtigsten Städte. Dies galt lange als unumstößliche Wahrheit, bis eine sorglos zurückgelassene Luftaufnahme die Wahrheit enthüllte. Eine generationsübergreifende Verschwörung durch eine uralte Kabale von faulen Kartografen, die Wahrzeichen von den Karten tilgen wollten, um sie nie mehr einzeichnen zu müssen. Den Verschwörern wurde umgehend der Krieg erklärt, aber sie waren nur schwer aufzufinden, weil... Du weißt schon. Nein, weiß ich auf jeden Fall nicht. Nutzen. Der Glücksfaktor steigt. Oh, so viel Geld. Jo, Episode. Hier mal vorbei. Bop, weg mit dir. Jetzt da. Hier mal vorbei. Peace out.